Wir sollen wo doch gleich? Wo ist unser Reisetagebuch? Ich bin Sanamat Bulli, Sana Kamel, schwierige Aufgabe, Pipapo, Bereich nicht richtig berechnet, offensichtlich, bla. Beginne die Suche auf anderer Seite des Flusses nahe der Pyramiden. Nahe der Pyramiden. Hier sind die Pyramiden. Und hier ist... Hier liegen Türkis rum. Komm, wir holen uns mal ein paar Türkis. Ach, guck mal hier. Sammeln. Wupp. Sein Lebenstraum, eine Gruft vollständig erkunden. Schade, das hätten wir ja schon machen können. Logikfähigkeit verbessern. Niedere Polizeiarbeiten erledigen. Haben wir nicht irgendwas Billiges? Ein gelehrten Garten fällt sowieso flach. Das heißt, zack, wir nehmen mal das da mit der Gruft. Vielleicht kriegen wir die Gelegenheit noch. Und Sabrina wird jetzt mal ganz kurz... Ach, die klaut sich hier Bücher. Haben wir denn hier einen Bücherladen? Was bist du denn hier für ein Lump? Relikte. Okay. Bücherregister. Ach Mensch, kaufen. Kauf doch mal bitte mal ein paar Kochrezepte hier für die Frikadella. Die freut sich doch darüber, weißt du? Die braucht doch sowas. Und vielleicht finden wir dann auch ein paar andere schöne Sachen. Man weiß ja nie. Klar. Hallo, junger Mann. Ich würde gerne etwas kaufen. Mit Geld. Lager. Geld? Ja, sowas lieber nicht. So, Fotografie Band 1. Ach, Fotografie kann man auch lernen. Vielleicht sollte man doch ein Fotoapparat kaufen. Einfach mal so, wenn man das lernen kann. Hier, guck mal, dann nehme ich das mal mit für 50 Simoleons. Südlich der Simara auf einem Dromedara, la 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 la. Vom Sim zur Mumie, die Geschichte der Heilung. Geschichte, gefährlicher Spaß, Krokodile und Mumienfischen fangen für Angeln. Auch eine schöne Idee, aber leider teuer. Wie viele Simoleons haben wir überhaupt noch? 17.000 ist ja nicht so viel. Die Fata Morgana im Sand, die jeden Morgen verschwand. Jimmy Sprocket, ist das nicht der von den Fraggles? Ich weiß es gar nicht. Freistöße, starke Abwehr, rote Karten, Mumien am Wickel, so lebte der Regisseur des ersten Mumienfilms. Der Fluss, der uns Kraft gibt, gutes. Keine Kochbücher? Kinderbuch? Sachbuch? Sachbücher? Sachbücher. Ich hätte gerne... Gibt es mich wirklich... Angeln haben wir jetzt hier. Vom Sim zur Mumie ist kein Kochbuch. Wäre, hört sich ein bisschen so an, aber naja. Ach, Shawarma ist Kochen. Aber ist hier nichts, vieles Kochen. Wir müssen noch Falafel und den ganzen Kappes wollten wir noch kaufen. So, lesen. Gesichtsausdrücke für Fortgeschrittene. Das ist bestimmt auch Charisma. Ach, sie macht sich jetzt erstmal Müsli. Das ist sehr gut. Fridolin müsste auch bald mal was essen, aber der ist gerade noch am Edelsteine sammeln. Der läuft hier gerade noch alles ab. Ich guck mal ganz kurz rum hier. Ich würde auch gerne in die Pyramiden rein übrigens. So, dann holen wir uns hier den zweiten. Zack, sammeln. Und dann gucken wir mal... Hier müssten doch bestimmt noch andere sein. Guck mal, wie schön beleuchtet die Pyramiden nachts auch sind. Das ist ganz toll. Das ist altägyptische Magie einfach. Die Magie der Pharaonen. Und hier haben wir noch die Oase von Tim. Wer sich erinnert, das hier ist Tims Oase. So, wir haben jetzt einen zweiten Edelstein gefunden. Aber wir müssen natürlich noch zwei weitere finden. Die Frage ist, werden die auf der Karte markiert oder eher nicht so? Müssen wir die jetzt selber finden? Denn ich sehe hier soweit erstmal gar keinen. Nein, kein Edelstein.
wenn ich jetzt hier selber gucken würde, ne, nur mal angenommen, ich wäre nicht zu faul, hier selber zu gucken, ist das da drüben zufällig ein Edelstein? Was ist denn das da? Ausgraben. Huch. Ach, dann können wir hier auch noch so Dingens machen, so Exhumierungen quasi, weil das sieht ja eindeutig nach einem geplatzten Brustkorb aus, ne? Das heißt, da liegen irgendwie tote Menschen. Aha, Na, Mr. Jones, was ist es denn? Wenn ich hier nochmal ein bisschen wegschlawinere, oder da, ach guck mal, der ganze Rotz kann ja mal weg. Jetzt aber lieber mit dem Pinsel vielleicht, oder? Warte mal. Ja, mach ich mal hier. Fridolin hat ein Relikt im Wert von 53 Simoleons gefunden und natürlich auch den Türkis. Gewöhnliche Relikte bringen keinen großen Gewinn, machen sich aber hübsch in Sammlungen. Möchtest du gern mehr darüber erfahren? Eigentlich überhaupt nicht. Aber naja, Sims können bei der Erkundung alter Grüfte in Ägypten, China und Frankreich eine Vielzahl alter Indikte, Relikte entdecken. Einige Relikte sind nicht viele Simoleons wert, erinnern jedoch immer noch an vergangene Kulturen. Cool. Diese Relikte können gegen Simoleons eingetauscht werden oder die private Reliktsammlung deines Sims erweitern, was auch sehr cool ist. So, haben wir es dann hier oder sucht ihr jetzt dann die ganze Zeit weiter? Das ist irgendwie cool. Ich kann mir da nicht helfen. So, Sabrina muss übrigens... Ich glaube, die kann schon mal zurück zum Camp. Es ist ja auch schon spät. Also 8:30. Zähneputzen ist natürlich eine ehrenwerte Sache, aber... Kopfsalatsamen. Wow, in der Wüste. Hey. Also Zähneputzen ist super, aber generell... Hilft es generell nicht gegen Stinken. Also massives Stinken. Da kann man sich die Zähne aus dem Gesicht reißen und es wird nicht besser. Igitt, Fridolin hat Müll gefunden. Da freut sich Frikadella. Vielleicht ist da noch ein lecker Knoppers beim Müll mit bei. So, ich denke, hier haben wir jetzt alles... Haben wir hier jetzt alles? Aufräumen. Räumen wir nochmal hinter uns auf. Wir müssen ja nicht ins Ausland fahren und hier irgendwie alles, ne? Wie 7 Tage Regenwetter aussehen lassen. Die Frage ist jetzt nur, wenn er aufräumt, der will doch jetzt nicht wirklich den Müll wegbringen in irgendeinen Mülleimer, weil... Nein, er hebt ihn einfach auf. Das ist grandios. So. Freunde. Verwandte. Nachbarn. Angereiste. Hergereiste. Zuschauer. Und Wegschauer. Die Frage ist immer noch, wo kriegen wir jetzt Türkis her? Ach, guck mal. Türkis. Türkis ist übrigens Englisch und heißt nämlich Schlüssel, ne? Hier, Türkis und so. Das wissen viele nicht. So, Sabrina, bitte nimm eine Dusche oder gleich 5. Haben wir denn hier irgendwo eine Möglichkeit? Ist das alles? Das ist unsere Behausung hier, das ist... Ich meine, ich finde es cool. Cool. Darüber schlägt sich meine Stimme vor lauter Coolness. Aber eine Dusche wäre schon... Ach, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. In den Fels gehauen. Das ist ja irgendwie schon... Ich finde es ja irgendwie stylisch. Ich kann mir nicht helfen. So. Danach wollen wir hier mal das Erdloch benutzen. Das wollen wir dann mal düngen, sozusagen. Und Sabrina kann danach eigentlich auch schon mal, wenn ich hier das Bett finde... Ach, ich glaube, die Zelte sind die Betten. Kann das sein? Schlafen. Wenn sie da jetzt nicht... Nein, tut sie nicht. Gut. So, Fridolin, mein Bester. Wo bist du? Ach. Im Lula? Hm? Una Wupi? Ha, Weva? Lunanha. Ach, süß. Das gibt's doch gar nicht. Nisubi Glurb Norb. Aber nicht Flöckchen in der Wüste vergessen, mein Bester. Das ist Ägypten. Hier fliegen ganz viele Geier durch die Gegend, die kleine Kakadus gerne fressen, so wie dich. Du würdest bestimmt... Aua! Du würdest lecker schmecken, nicht ich. Mistvieh. So.
Ist natürlich kein Mistvieh. Ist natürlich ein super Vogel. Was ist das denn hier? Sport-Athletikfähigkeit verbessern ist natürlich eine tolle Sache, aber nicht jetzt. Ja. Ich such noch immer nach dem Ding. Wo ist das Türkis? Hallo, Türkis? Hallo. Müssen wir da selber suchen oder? Ich kann auch zehnmal oder sagen, wir werden es trotzdem nicht finden. Wenn wir hier selber suchen, dann sowieso nicht. Hier vielleicht? Oh, was ist das denn? Ho Sung ruft an. Ach Mensch. Was? Du willst mich doch verarschen. Was ist denn das? Eine Attrappe von einem Kamel. Das gibt's ja gar nicht. Ich mich gerade schon voll gefreut. Hey, endlich mal Kamel reiten. Aber coole Attrappe. Finde ich übrigens einen lustigen kleinen Gag, der hier eingebaut wurde. Ja, klar. Wir reden erstmal mit Ho Sung Kim. Das ist doch gar kein Problem. Denn wir sind momentan ja sowieso verzweifelt. Sammeln. So, Schnauze, Ho Sung. Wir haben es zu tun. Und damit haben wir die letzten Edelsteine und können wir damit letzter Kraft auch hoffentlich noch zurückbringen. Das wäre natürlich ganz famos. Beeil dich, Fridolin, beeil dich. So, mal ein bisschen vorspulen. Mit 3000 km/h. So, Fridolin hat den Türkis gefunden, hat alles erfüllt. Edelsteine liefern. Ja, hier ist okay, wissen wir. Zack. Edelsteine liefern. Achso, machen wir ja jetzt. Hier ist Zone 30 übrigens, wollte ich nochmal sagen, ne? Hier nochmal 3 Einwohner überfahren, gar kein Problem. Ist ein bisschen wie die Rallye Paris-Dakar, ist gar kein Problem. Und jetzt... Ich kann das gar nicht so schnell. Benny Hill Show und so, weißt du Bescheid. Verdienst von Fridolin. 391 Simoleons. Informationen von den Einheimischen. Mit diesem Türkis wird alles weiter seinen geregelten Gang gehen. Wirklich aufmerksam von Mokokorps, mir eine Hilfe wie dich zur Seite zu stellen. Ich hoffe, dir gefällt es auch. Der Ruf Mokokorps bereitet mir große Sorge. Ich habe das Gefühl, die Einheimischen entwickeln eine starke Abneigung. Mische dich unter die Dorfbewohner und lausche, was sie von Mokokorps halten. Gut, Visumpunkte, antike Münze. Klar, das machen wir natürlich. Aber erstmal ganz schnell auf die Pause drücken und dann nach Hause fahren. Mit 3 Ägyptern über Mokokorp gesprochen. Wir fahren natürlich erstmal nach Hause. Fridolin ist genau der Mann für den Job. Jetzt aber erstmal. Wer jault denn da so? Einmal mal mit dem fliegenden Teppich eben ganz schnell. So, wie sieht's denn aus? Hunger. Er könnte sich ja vorhin noch ganz kurz irgendwie einen Marsriegel reinschieben. Das kann man ja mal machen. So zwischendurch. Also ein Müsli muss da mal drin sein, ne? Ein Müsli kann man sich da mal geben. Zack. Danach vielleicht noch mal ganz kurz duschen. War ja ein anstrengender Tag, ne? Und dann kann er eigentlich mit Sabrina ins Zelt? Sabrina van Damme. Aufwecken. Toll. Aber wie man die aufwecken kann, da ist nicht die Rede von. Naja, gut, lassen wir das mal lieber.